Im österreichischen Leitprojekt Digibus Austria wurde in den vergangenen 3 Jahren am zuverlässigen und verkehrssicheren Betrieb von automatisierten Fahrzeugen geforscht. Insgesamt 13 Organisationen aus Forschung und Wirtschaft erarbeiteten gemeinsam Methoden, Technologien und Modelle für einen Einsatz im regionalen Personennahverkehr. Ein Projekt, in das wir große Hoffnungen setzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass automatisiertes Fahren, selbstfahrende Autos die Zukunft sind und auch der Gamechanger für die Verkehrspolitik. Die Überbrückung der sogenannten ersten bzw. letzten Meile stellt eine große Herausforderung in der Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsangeboten dar. Wer mehr als diese Meile, also etwa 1,5 Kilometer, von der nächsten Haltestelle oder vom Bahnhof entfernt wohnt oder arbeitet, nutzt eher das eigene Auto und nicht den Bus oder die Bahn. Automatisierte Fahrzeuge wie der Digibus könnten in diesem Jahrzehnt zum Gamechanger werden, indem sie die erste bzw. die letzte Meile fahrerlos überbrücken und damit insbesondere im ländlichen Raum eine wichtige Zubringerfunktion zu Bahn- oder Buslinien übernehmen. Um dieser Vision einen Schritt näher zu kommen, wurde in Digibus Austria 3 Jahre lang intensiv rund um automatisierte Shuttles geforscht und getestet. Auf privatem Gelände hat der Digibus schon bewiesen, dass ein aus einer Zentrale überwachter, fahrerloser Betrieb bereits heute technisch möglich ist. Das Ziel dabei war, dass wir herausfinden wollten, wie es Personen in einem fahrerlosen Fahrzeug geht, das tatsächlich ohne Begleitperson unterwegs ist. Wir haben dazu 4 verschiedene Tests designt, die wir hintereinander durchgeführt haben mit insgesamt 18 Testpersonen. Um die Akzeptanz der Fahrgäste für einen fahrerlosen Betrieb zu testen, wurden 4 potenzielle Szenarien mit Testpersonen untersucht. Eine Fahrt von einem Fahrgast alleine im Bus, eine Fahrt zu zweit mit einem störenden Fahrgast, die Überschreitung der maximalen Fahrgastzahl sowie ein Notfall in Form eines unerwarteten Stopps auf der Strecke. Die überwiegende Mehrheit der Testpersonen gab an, dass sie sich im Shuttle sicher gefühlt hat. Die Hälfte der Testpersonen könnte sich vorstellen, dass in Zukunft ein automatisiertes Shuttle den Pkw bzw. Zweit-Pkw ersetzt. Und ich finde es auch schön, dass er so klein ist und man vielleicht dadurch auch eher auf die einzelnen Bedürfnisse der Stadt eingehen kann, falls das mal so weit kommen sollte, dass man sagt, okay, in den Stoßzeiten setzt man mehr Busse ein und ansonsten fahren vielleicht auch einfach die kleineren Busse und weniger, kann ich mir gut vorstellen. Damit der Digibus zukünftig auch auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden kann, muss eine Vielzahl von Technologien und Rahmenbedingungen zusammenspielen. Das im Projekt erarbeitete Vorgehensmodell führt durch alle nötigen Schritte, um einen sicheren und zuverlässigen Pilotbetrieb mit anschließender Evaluierung zu gewährleisten. Von der Machbarkeitsanalyse über die Risikoeinschätzung, die Einrichtung der digitalen und physischen Infrastruktur, die Inbetriebnahme sowie den täglichen Betriebsablauf bis hin zur Evaluierung. Bevor ein fahrerloser Shuttlebus überhaupt auf öffentlichen Straßen fahren kann, müssen Umfeldbedingungen, Fahrszenarien und mögliche Wegführungen genau geprüft und bewertet werden. Im Leitprojekt Digibus Austria wurden Methoden zur Risikoanalyse entwickelt und erprobt. Durch eine erweiterte Road Safety Inspection wird das Risiko durch eine Begehung vor Ort beurteilt. Für besonders risikoreiche Fahrsituationen, die im Rahmen der Inspektion ermittelt werden, kann eine virtuelle Risikoanalyse anhand einer Simulation durchgeführt werden. Simulationen können dazu beitragen, das Risiko in kritischen Fahrszenarien abzuschätzen bzw. zu minimieren. Für diese virtuelle Risikoanalyse sowie für eine zuverlässige Fahrt des Digibus ist es notwendig, die Objekte der Umgebung wie Fahrstreifen oder Begrenzungsobjekte digital in einer hochpräzisen Karte abzubilden.
Im Projekt wurde ein Prozess für die Erstellung einer hochgenauen digitalen Karte für ein automatisiertes Shuttle entwickelt und anhand der Teststrecken erprobt. Mithilfe der hochgenauen Karte gelang es, die exakte Fahrspur des Digibus automatisiert abzuleiten. Durch die Simulation konnte die Fahrspur weiter optimiert werden, sodass das Unfallrisiko während der Fahrt minimiert wurde. So gelang es beispielsweise dem Projektteam, die Zeit, die zum Verlassen eines kritischen Kreuzungsbereichs benötigt wird, durch die Optimierung der Fahrspur beinahe zu halbieren. Damit sich ein automatisiertes Fahrzeug sicher auf der öffentlichen Straße bewegen kann, muss es jederzeit sehr genau seine eigene Position kennen. Um eine zuverlässige Positionierung mit Zentimetergenauigkeit zu gewährleisten, sind eine Vielzahl von Sensoren notwendig. Unter anderem werden dafür Satellitensignale eingesetzt, deren Genauigkeit allerdings üblicherweise nur im Meterbereich liegt. Durch die Verarbeitung von Fehlerkorrekturdaten durch das sogenannte Real-Time-Kinematics-Verfahren kann dennoch eine zentimetergenaue Positionsbestimmung gelingen. Dafür müssen die Korrekturdaten in ausgezeichneter Qualität über das vorhandene Breitbandnetz oder die zusätzliche Kommunikationsinfrastruktur vor Ort dem Fahrzeug bereitgestellt werden. Im Leitprojekt wurde neben der Übertragung über LTE auch die Übertragung über den WLAN-basierten ITS G5-Standard erprobt. Anhand der hochgenauen Fahrspur konnte eine Positionierungsgenauigkeit von wenigen Zentimetern nachgewiesen werden. Neben den Korrektursignalen kann ITS G5 automatisierte Fahrzeuge auch mit weiteren Informationen, wie beispielsweise Warnmeldungen, versorgen. Damit ein automatisiertes Fahrzeug tatsächlich alleine mit Fahrgästen fahren kann, muss es sehr klar mit Fahrgästen und seiner Umgebung kommunizieren. Im Leitprojekt Digibus Austria entstanden neue Methoden und Technologien der Fahrgastinteraktion, die speziell auf die Kommunikations- und Informationsbedürfnisse von Fahrgästen in einem fahrerlosen Shuttle sowie in dessen Umfeld angepasst sind. Mit einem Leitstand an der Haltestelle sowie im Shuttle selbst. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmenden wurde mittels unterschiedlicher LED-Animationen getestet. Dadurch lässt sich beispielsweise an FußgängerInnen effektiv kommunizieren, ob das Fahrzeug vor einem Fußgängerübergang anhält bzw. wann es wieder weiterfährt. Bei der Fahrgastinteraktion stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste während einer fahrerlosen Fahrt gewährleistet werden kann. Zu den neuartigen Kommunikations- und Informationseinrichtungen für einen fahrerlosen Betrieb wurde im Projekt neben einem interaktiven Touch-Monitor zum Abruf von aktuellen Informationen, wie beispielsweise Anschlussverbindungen, auch ein Chatbot eingesetzt. Willkommen beim Digibus. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie komme ich zum Hauptbahnhof Salzburg? Steigen Sie in den Digibus und fahren Sie bis zur Station Haupteingang. Von hier spazieren Sie 10 Minuten zur S-Bahn-Haltestelle Salzburg-Liefering. Diesen konnten die Fahrgäste jederzeit nach Informationen befragen oder er stellte im Bedarfsfall eine Videoverbindung zu einer Leitstelle her. Notfallzentrale Digibus. Hallo, wir haben einen Notfall. Mitfahrer fühlt sich nicht so gut. Ja, bleiben Sie bitte ruhig. Ich leite das an die Einsatzzentrale weiter. Danke. Erstmalig wurde im Leitprojekt Digibus Austria ein automatisiertes Shuttle auch vollständig in ein regionales Mobilitätssystem integriert und ein öffentlicher Pilotbetrieb nach Fahrplan durchgeführt. 3 Monate lang ergänzte der Digibus wochentags die bestehende Buslinie in der Gemeinde Koppel und verdichtete diese auf einen Halbstundentakt. Für den Pilotbetrieb wurde mit Hilfe der Mobilitäts-App Wegfinder die gesamte Mobilitätskette digital abgebildet. Fahrgäste konnten mit der App ihre Fahrt im Digibus planen und sich über freie Plätze sowie Anschlüsse zur Weiterfahrt informieren. Die Verbindungen des Digibus inklusive der Echtzeitabfahrts- und Ankunftszeiten sowie der aktuellen Sitzplatzauslastungen wurden in der App angezeigt. Darüber hinaus wurden unterschiedliche Konzepte zur Buchung von Sitzplätzen evaluiert. Gerade für eine zuverlässige Verbindung auf der ersten und letzten Meile kann diese Funktion ein zentraler Baustein sein.
Neben der Entwicklung und Evaluierung von Technologien standen im Leitprojekt vor allem auch die Evaluierung der technischen Fähigkeiten des Shuttles als auch die Rückmeldungen von Passagieren im Mittelpunkt. Während des Pilotbetriebs hat sich gezeigt, dass das Shuttle die einprogrammierte Strecke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h selbstständig befahren kann. Hindernisse wurden zuverlässig erkannt und die Fahrt gestoppt. Als herausfordernd stellte sich im Pilotbetrieb die relativ hohe Geschwindigkeit von anderen Fahrzeugen sowie abbiegige Situationen heraus. Dabei waren teilweise auch manuelle Eingriffe notwendig. Die Reaktionen der rund 3000 Fahrgäste fielen vorwiegend positiv aus. Dem Großteil der Fahrgäste gefiel die Fahrt im Shuttle und sie fühlten sich sehr sicher oder sicher. Sehr gut gefallen und es war interessant zu sehen, wie sich das Ding da bewegt und echt spannend, ja. Ich muss sagen, es war eine sehr angenehme, ruhige Fahrt. Ich habe mich sicher gefühlt, geräuschlos fast. Ja, kein Problem eigentlich. Digibus Austria hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Potenziale von automatisierten Fahrzeugen vor allem in der Erschließung des öffentlichen Personennahverkehrs und hier insbesondere in ländlichen Regionen liegen. Die Erschließung von der ersten bzw. letzten Meile ist jedenfalls eines jener Anwendungsfelder, in denen künftig derartige Shuttles sinnvoll eingesetzt werden können. Gleichzeitig hat das Leitprojekt aber auch gezeigt, dass für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz neben den automatisierten Fahrfunktionen eine Vielzahl von weiteren Herausforderungen gelöst werden muss. Einige Herausforderungen konnten im Leitprojekt erfolgreich gelöst und getestet werden. Andere werden in weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Projektkonsortiums folgen, sodass automatisierte Fahrzeuge zukünftig ihren Beitrag zur Attraktivierung des öffentlichen Personennahverkehrs leisten können.